Hallo und herzlich willkommen auf unserem Jenny Nachzentrale. Heute zeige ich euch mal ein ganz leckeres Keksrezept aus Italien und diese Kekse werden Zaletti genannt. Und möchtet ihr sehen, wie ich die jetzt herstelle, dann bleibt unbedingt dabei und ich würde sagen, legen wir los. Für unsere Zaletti brauchen wir Stärke, Mehl, Butter, Zucker, Rosinen, Eier und Zitronenzeste. Als erstes nehme ich alle Zutaten bis auf die Rosinen und knete diese zu einem schönen Teig. Natürlich könnt ihr auch die Rosinen weglassen, aber ich finde, genau die Rosinen machen diesen Keksteig zu etwas Besonderem. Sobald sich dann alle Zutaten gut verbinden, kann ich auch schon die Rosinen beigeben. Die Rosinen habe ich hierbei einen Tag lang in Rum ziehen lassen. Jetzt nochmal gut durchkneten und dann ist unser Teig bereit, weiterverarbeitet zu werden. Da unser Teig sehr linde, also klebrig ist, siebe ich etwas Staubzucker darüber, damit ich ihn dann besser verarbeiten kann. Aus dem fertigen Teig kann ich jetzt Rollen formen. Diese sollten ca. 3 cm Durchmesser haben. Und sobald ich meinen Teig vorbereitet habe, teile ich diesen mit einer Teigkarte ein. Jetzt nur noch die kleinen Teigstücke in Staubzucker wälzen. Und sobald sie mit Staubzucker bedeckt sind, können wir diese auf ein Blech wegsetzen. Dann können wir unseren Ofen schon auf 180 Grad vorheizen und die Zaletti-Teiglinge ca. für 12 bis 15 Minuten lange backen. Nach dem Backen gleich noch einmal mit Staubzucker bestreuen und unsere Zaletti-Kekse sind auch schon fertig. Hat euch mein Video gefallen, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen und somit bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und man sieht sich beim nächsten Video.